Das Agape Soul Festival, es ist einfach eine wunderschöne Plattform. Ich habe so das Gefühl, es bietet so einen Raum, wo auch was wachsen kann. Ja, man spürt auch, glaube ich, das Erwachen allgemein, was hier in Berlin stattfindet. Das Leben findet nicht hier oben in Gedanken statt, sondern auf der Ebene der Wahrnehmung, der Gefühle. Komm her und zeige dich, ich will dich sehen. Hab Mut, ich nehm dich mit, hab keine Angst vor deinem Der Wind, der dich trägt, komm, flieg mit mir. Spür deine Flügel, denn du bist frei. Hör auf dein Herz, es spricht zu dir und hält dein Glück für dich bereit. Also es gibt einfach ein großes Angebot von mindestens 30 Workshops. Lebendigkeit, Dynamik, Bewegung. Miteinander teilen, sich fühlen, sich wahrnehmen. Gemeinsam zu sein und miteinander was zu veranstalten. Es wird kraftvoller, wenn Leute zusammenkommen. Und für mich ist es einfach spannend, diese ganzen Menschen auch zusammenzubringen und denen eine Bühne zu geben. Voraussetzungen sind gegeben, um sehr tief zu gehen und zu wachsen. Es werden einfach alle Sinne auch angesprochen und stimuliert. Und es geht darum, auf eine Reise zu gehen. Ja, wissen, was ich will, aber gleichzeitig offen, was das Leben mir schenkt. Ganz positiv ausgedrückt, dass ich den Wunsch habe, in Balance zu sein. Persönliche Veränderung, kollektive gesellschaftliche Veränderung läuft immer auf der Ebene des Bewusstseins, weniger auf der Ebene des Wissens. Hier ist eine Vielfalt von Kreativität, wo man sich selber wieder fragen kann, was oder wer bin ich eigentlich? Was berührt mich? Eigentlich geht es darum, hier zu üben und dann tatsächlich im wahren Leben anzuwenden und zu integrieren. Du weißt, ich liebe dich, nimm meine Hand. Zu zweit fliegen wir fort, immer dem goldenen. Deine Flügel, denn du bist frei. Hör auf dein Herz, es spricht zu dir und hält dein Glück für dich.